Was geht ab, liebe Leute? Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Jo, dann machen wir mal weiter. Ich war ja dabei, unseren Freund Walker zurückzuholen oder zu retten. Ich glaube, das wird nicht so schnell gehen. Kann sein, dass es das ganze Spiel dauert. Weil jetzt müssen wir alles machen. Was sollten wir eigentlich machen hier? Ich glaube, da, Mission da oben. Finde den Tunneleingang des Widerstandes. Also wir müssen am Anfang echt sehr viele Sachen finden und auch... Hey, da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen, dass das Ding mich nicht scannt oder sowas. Da müssen wir auch viele Strommasten und so weiter freischalten für uns und dass wir überall hin Signale haben. Magst du mich oder was? Was ist los? Mein Rücken bringt mich um. Ja, Rücken. Wenn Rücken das einzige Problem wäre. Jetzt muss ich gucken, wie ich da reinkomme. Oh, Verzeihung. Alter, was hast du für eine Fresse? Zeig mal her. Ein ganz normaler Schwarzer, okay. Alles okay? Ja, bei mir alles okay. So, jetzt schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Ja, was nun? Ey, willst du? Na, du weißt schon. Alter, du schon wieder. Warum sehen die Frauen immer gleich aus hier im Spiel? Ich tue, was du willst. Du tust, was ich will? Alter, putz dir erstmal die Zähne, ohne Witz. Ich muss etwas Geld verdienen. Ja, aber ey, nicht mit mir. Also in der letzten Folge habe ich hier schon... Habe ich schon eine kennengelernt, die war genauso hässlich. Die sehen alle gleich aus irgendwie. Naja, jetzt gehen wir mal weiter. Also ehrlich gesagt habe ich mir von diesem Spiel gar keine Trailer oder Tests angeschaut. Ich weiß gar nicht, was auf mich dazukommt oder was ich genau machen muss. Auf jeden Fall wäre... wäre Homefront, nicht Homefront, wenn es nicht so ein Far Cry-Prinzip hätte. Also... viele Nebenmissionen und kurze Hauptstory, glaube ich mal. Taschenlampe. Ja. Jetzt schauen wir mal. Also mir ist erstmal wichtig, dass wir die Hauptstory durchspielen. Ob ich dann die Nebensachen mache, das muss ich dann mal sehen. Ich warte auch schon auf Mafia 3, das bald rauskommt. Darum habe ich nicht viel Zeit für Homefront. Oh, jetzt geht's runter hier. Gelbe Objekte wie Paletten und Kissen sind zerbrechlich. Du kannst sie mit dem Messer zerstören. Blablabla. Dann machen wir das doch mal. Aber wie? Aber wie? Mit R3. Alter, ein Versteck. Okay, also hier hat auf jeden Fall irgendeiner von uns sich versteckt, glaube ich. Kann ich irgendwas aufheben zum Verkaufen nachher? Zack, zack. Na gut zu wissen, so kann ich auch einen abstechen, ey. Ducken war genau das, ja. Folge dem Tunnel. Alter, die haben erstmal einen Tunnel gebaut, ey. Was mir gleich ins Hirn gekommen ist. Warte mal. Da war doch was. Nee. Ja, woran ich gerade denken muss, ist Palästina und Israel. Die haben ja auch solche Tunnels die ganze Zeit. Die Palästinenser. Ein riesen Grill hier. Ja, dann folge ich mal den Tunnel. Benutze den Tunnelseingänge, um dich so zwischen Zonen, bla bla bla, ja. Um mich hin und her zu bewegen. Ja gut. Außer Ratten dürfte ich hier nichts antreffen eigentlich. Ah, da ist doch ein Generator. Oh. Folge dem Tunnel und finde
die Widerstandszelle. Die Widerstandszelle soll ich finden. Ja, ich will auch nichts zurücklassen. Und schon alles einsammeln. Oioioioioi. Freedom! Also hier ganz in der Nähe waren irgendwelche Leute. Hey. Warte mal, Moment mal. Was jetzt? Was jetzt? Ach so. Ducken bitte! Ja, am Anfang habe ich auch gehört, dass die Story länger dauert. Also erstmal alles aufbauen, suchen. Wie gesagt, damit wir unseren Funk haben überall hin. Mal, willst du mich verarschen? Von da bin ich doch gekommen vorher, oder nicht? Nee? So. Ach so, ja, stimmt. Ich muss ja wieder dahin, wo ich nicht reinkam, an die Tür. Oh! Alter, habe ich mich erschreckt. Alter. Siehst du das Gas? Der wusste gar nicht, was los ist und dann. Hab ihn gesehen. Wo gehst du hin, ha? Verfluchter Spion, verfluchter Verräter! Will uns für eine Handvoll Reis an die Norks verkaufen. Zeigen wir ihm, was er davon hat. Ich gehe zuerst. Ganz ruhig, Bakes. Dana wollte, dass wir ihr gleich Bescheid geben, wenn wir jemanden gefangen nehmen. Du willst sie doch nicht wütend machen. Ich hoffe bloß, dass sie mir auch was übrig lässt. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich glaube nicht, dass ich dich wiedersehen werde. Boah! Das merke ich mir. Oh, heavy Arsch, hm? Wenn Dana mit ihm fertig ist, wird das Ganze ein bisschen leichter. Ja. Yeah. wo bin ich denn da reingeraten, ey? Ah, ja. Also, dann lade mal hier. Philadelphia, ich komme. Hallo da unten. Ich bin Dana. Und du bist Mr. Spion. Du und ich, wir spielen zusammen. Du sagst mir, was die Norks über uns wissen. Und ich werde dir wehtun, während du redest. Leider wird mir das Spiel mehr Spaß machen als dir, mein Freund. Die Frage ist, wird es schnell gehen? Oder dauert es im... Richtig lang. Du darfst so laut schreien, wie du willst, okay? Du sollst nicht schweigend leiden. Okay. Nippel zuerst. Hey, Dana. Hab gehört, wir haben Besuch. Wer ist er? Oh, nur noch ein Spion. Wollte ihn gerade befragen. Ist er denn auch ein Spion? Das haben Baker und Skozari gesagt. Die zwei? Dana, die sind dumm wie Brot. Hat er was bei sich? Wie sieht's aus, Kumpel? Hast was dabei? Was ist das? Ethan Brady? Ich wusste es. Walker sagte, er würde diesen Typen herbringen. Wieso wusste ich nichts davon? Ja, leider bist du ja nie da, wenn man dich braucht. Oh. Du kamst erst neulich zu Harveys Team, richtig? Sorry, was passiert ist, aber du hast überlebt. Wir könnten dich gebrauchen. Ich bin übrigens Jack Parrish. Das ist Doc Sam Burnett und, Dana Moore kennst du ja. Sei hier nicht böse. Glück gehabt, Bürschchen. Alles klar, Kleiner. Sieht aus wie ein Kopftraum. Gehirnerschütterung. Ich habe hier Pillen für dich. Hey, Doc, er braucht keine Drogen. Er muss sich konzentrieren. Kopfverletzungen sind unberechenbar. Du fühlst dich verwirrt, Kleiner? Abwesend? Es geht ihm gut, Doc. Er kann klar denken, oder, Brady? Er hat wohl viel durchgemacht. Da braucht er nicht noch mehr Probleme. Machst du ihm einen neuen Ausweis und lässt ihn gehen? Das ist nicht so einfach, Doc. Du hast es gesehen, die Norks suchen ihn. Außerdem brauchen wir Leute, die bereit sind, Risikos einzugehen. Und er hat schon zu viel gesehen? Ja. Also was sagst du, Brady? Du bleibst wohl bei uns, ha? Das wird nicht glanzvoll.
und wahrscheinlich wirst du sterben. Wow, solche Reden. Und wir haben den Krieg trotzdem noch nicht gewonnen. Ja, darum brauchen wir Walker. Worte sind nicht meine Spezialität. Also irgendwelche Einwände gegen Brady? Ja, ich... Nein? Gut. Gut, wenn keiner auf mich hören will, gehe ich zurück an die Arbeit. Viel Glück, Kleiner. Bis bald, Doc. In Ordnung, sobald wir wissen, wo sie Walker festhalten, überlegen wir uns, wie wir ihn da rausholen. Alles hängt von ihm ab. Aber eins nach dem anderen. Zuerst trainieren wir dich und zeigen dir, wie die Dinge hier so laufen. Ich geh los. Muss mich um den Senderempfänger kümmern. Bis dann. Komm mit. Alter. Puh. Okay, jetzt klaue ich erstmal eure ganzen Sachen, ihr Penner. Das ist dafür, weil ich Schläge kassieren müsste. Folge Parrish. Ja, ich müsste Dana und Parrish oder wie der heißt folgen. Aber ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss erstmal, wie gesagt, eure Sachen hier plündern. Sind das nicht die Penner, die mir einen reingehauen haben? Ja, du Wichser. Warst du das? Wir werden heute nicht sterben. Nicht heute. Widerstandskämpfer heißt er nur. Nee, das ist er nicht. Hallo, jetzt lauf doch mal schneller. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Leute, die beim Aufstand mitwirken wollen. Und um genau das dreht es sich jetzt. Wir müssen die Leute anheizen, dann werden wir bald alles überrollen. Wenn wir die ganze Stadt auf unserer Seite haben, haben die Norks keine Chance mehr. Walker ist der Funke. Die Leute werden ihm folgen. Wir müssen ihn zurückholen. Wenn er noch lebt, ja. Ja, wir sind jetzt schon einige Monate hier unten. Das ist alles Teil der Broad Street U-Bahn-Erweiterung, die vor ein paar Jahren stillgelegt wurde, weil die Stadt kein Geld mehr hatte. Sie taucht auf keiner Vorkriegskarte auf, also wissen die Norks nichts davon. Da hast du's, Brady. Das ist der Stiefel, der in den Arsch der KVA treten wird. Komm schon her. Eins nach dem anderen. Wir besorgen dir mal etwas amerikanischen Stahl. Das ist Sidney Cook. Er ist fürs Waffenlager zuständig. Also ich kann jetzt neue Waffen und Munition kaufen. Wer ist das? Das ist Ethan Brady. Er hat Walker geholfen. Walker wurde verhaftet. Ja, aber das war nicht Bradys Schuld. Mach dir keine Sorgen um Cookie, er ist grundsätzlich schlecht gelaunt. Doch er ist ein Genie in Sachen Waffenimprovisation, also bleibt er vorerst mal bei uns. Nicht wahr, Cookie? Du hast immer was Neues am Köcheln, ne? Irgendwann wirst du diesen Witz erzählen und ich werde dich erschießen. Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Okay. Brady braucht eine Waffe, was kannst du ihm geben? Du kannst... Ah, jetzt gib her, Mann. Das haben wir. Hm, sieht doch mal gut aus. Wenn du ein bisschen Talent hast... Können wir über ein Upgrade reden? Upgrade. Alles klar. Ausrüsten, Ausrüstung anpassen, Waffenhülle, welch Wertsachen verkaufen. Nein, 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 warte mal. Du denkst bestimmt, eine Pistole allein richtet nicht viel aus. Mit Cookies Spezialumwandlungskits hast du plötzlich eine MP. Ja, Moment mal, ich will nur gucken, Mann. Ich will nur gucken, alles. Also für eine Maschinenpistole brauche ich drei von was? Drei von Kosten. Sei nicht schüchtern, Brady. Nimm ein Werkzeug. Achtung, du bist... Bist du sicher, dass du Maschinenpistole kaufen möchtest? Na, ich bleibe jetzt erstmal. Nein, nein, nein. Ich muss erstmal lernen, was gut ist hier. Ein Sturmgewehr wäre auf jeden Fall gut. Schrotflinte? Alter, eine Schrotflinte ist doch pervers. Komm, jetzt bleiben wir mal erstmal dabei. Hey! Wertsachen verkaufen? Okay. Nicht verfügbar. Ja, klar. Waffenhülle. Pistole. Ja, da habe ich ja heute, stimmt, da habe ich heute drei DLCs, drei Pakete freigeschaltet. Und das sind hier die Dinger. Genau. Genau. Ja, das habe ich doch schon. Also gut. Versuch jetzt deine Pistole umzuwandeln.
Ich müsste es freischalten, sonst bin ich nicht weitergekommen. Gegen was denn? Gegen Geld oder was ist das? Treffsicherheit? Feuerrate? Munitionskapazität? Schaden? Reichweite? Also Feuerrate? Unterlauf. Gesperrt, gesperrt. Maschinenpistole. Boah! Boah, eine Trophäe bekommen. Naja, alles klar. Was können wir noch alles machen hier? Nee. 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 Ach, ich kann die ganze Zeit hin und her wechseln. Also gut, lassen wir mal die Maschinenpistole, ja. Immer der Charmeur. Bis dann mal, Sid. Parrish, wir warten immer noch auf die Infos von diesem Sender. Du? Ich weiß, mach dir keine Sorgen. Moore macht das schon. Sagt Hi zu Brady hier, er ist der neue Rekord. Ich wollte noch mal was von dir. Hallo. Alter. Es sind die Menschen, die ihr Bestes geben. Nimm nichts dir ein Beispiel geht. An Doc Burnett. Hey, ganz ruhig. Das wird uns aber nicht den Sieg bringen. Wir müssen unsere Stärken durch die Erweiterung unserer Einsätze in der Roten Zone ausbauen. Wir werden weiterhin überfallen und ausrauben. Das schwächt die Norks und stärkt uns. Und irgendwann werden wir das Blatt wenden. Und in der gelben Zone Alter, wir um die Herzen der Menschen, die dich nehme ich nachher durch, glaub mir. Was guckst du denn so? Ich glaube, ich gefalle ihr. Ah ja. Mann, Mann, Mann. Ich wurde wieder abgelenkt, sorry. Okay, du sollst zur roten Zone gehen. Dana wird dir dann zeigen, wie wir arbeiten. Dort draußen ist sie die Beste überhaupt. Versuch bitte nicht, sie zu verärgern. Zeig mir, dass ich dir vertrauen kann, okay? Wahrscheinlich über meine Frau. Du willst ja nicht unvorbereitet rausgehen. Nimm lieber ein paar Molotovs mit. Hey, Lorna. Molotovs. Ja, gib mal her, komm. Am besten lernst du selbst, welche zu machen. Oh. Nimm ein paar Zutaten und probier's aus. Ich dachte, das ist ein Mann. Ja, komm, zeig mal, wie das ich geht hier. Ich hab hier ein paar Chemikalien und Zeugs. Okay, und jetzt füge alles zusammen. Öffne das Waffenrad mit L1, markiere den Molotow und halte versuch R2. Einzumachen. Boah, geht doch ganz einfach. Gut gemacht. Okay, jetzt bist du startklar. Nochmal eine Molotovs Trophäe. Molotovs eignen sich perfekt gegen Soldaten. An Drohnen oder Fahrzeugen richten sie allerdings gar nichts an. Also sei vorsichtig. Ich will meine Waffe wieder. Viel Glück da draußen. Alles klar. Also, man sieht sich, ne? Haut rein. So, dann geht's endlich auch los. Mann, hat das aber lange gedauert. Gut. Boah. Dana, Parrish hier. Ich schicke dir Brady vorbei. Er kann dir mit dem KVA-Sendeempfänger helfen. Du musst die Koordinaten jeder KVA-Operation in diesem Gebiet besorgen. Dana hier. Verstanden. Ihr werdet alles bekommen. Sobald wir den KVA-Sendeempfänger erreichen, werden wir die Daten runterladen. Scheiße, Dana. Wir haben Besuch. Patrouillen haben anscheinend über Nacht ihre Routen geändert. Ideen? Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie angreifen. Also, irgendwer, irgendwas wird angegriffen. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich will nur noch ein paar Sachen aufheben. Ich komme. Warte mal, da war auch noch was. Na, Werkzeuge, seht ihr mal. Also, Dreieck gedrückt halten ist ja Waffe komplett wegstecken. Naja, aber bevor ich weitermache, ist ja die Folge auch schon vorbei. Ja, wir haben Gesellschaft. Aber in der nächsten Folge hau ich richtig rein, okay?
So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und immer die Meinung reinschreiben, was ihr da an vom Spiel denkt. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Haut rein, liebe Gaming-Freunde.